Ja, genau ein Jahr habe ich jetzt das E-Bike, ein KTM Gento C Plus mit 6400. Ah, jetzt kommt der Krankenwagen. Ja, das Stadion interessiert mich nicht. Ich wollte euch heute ein bisschen was über mein E-Bike erzählen. Ein Jahr und 6400 Kilometer. Ja, ist eine ganze Menge und ich dachte, jetzt wird es mal Zeit, dass ich mein Rad mal vorstelle. Ja, ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich wollte also eingehen, ja, auf die Kaufentscheidung, dann zu dem Bike an sich, was für eine Ausstattung es hat, soweit ich das beurteilen kann, was für Umbauten ich vorgenommen habe oder was für ein Zubehör ich angebracht habe und wie mir das Design gefällt und natürlich die Probleme. Es gibt auch ein paar kleinere Probleme und was wollte ich noch? Ach ja, natürlich ein Fazit. Ein Fazit natürlich. Ja, fangen wir mal an mit der Entscheidung. Ja, mein altes Rad, das war so ein Trekkingrad. Das hatte ich 10 Jahre. Ich habe meine Räder sowieso eigentlich immer relativ lange. Ich glaube, das ist mein 6. Rad in meinem Leben. Also ich bin jetzt Mitte 50, kann man sich ausrechnen. Ja, bei dem Trekkingrad war der Antrieb irgendwie nicht mehr in Ordnung, hätte was gemacht werden müssen. Bin zu einer Werkstatt und er sagt, oh je, das Rad spricht zu mir. Okay, nee, also es hat sich nicht mehr gelohnt. Dachte ich, okay, neues Rad muss her. Und ich wollte eigentlich unbedingt eins mit Riemenantrieb. Das habe ich auch mal getestet. Fährt sich etwas schwerer, also ist nicht ganz so leicht wie mit einer gut frischen, frisch geölten Kette. Da dachte ich, Mensch, ein E-Bike wäre auch mal nicht schlecht. Also ich bin ja sowieso gerne so elektromäßig unterwegs. Ich hatte auch mal so einen Roller gehabt aus China, damals noch bevor die hier nach Deutschland kam. Habe das ein halbes Jahr getestet, war nicht zugelassen, also habe ich das Ding wieder verkauft. Ja, und dachte, bevor ich das irgendwann bereue, kaufst du ein E-Bike. Einmal mit Gedanken im Kopf, das lässt einen dann auch nicht mehr in Ruhe. Ja, habe mich so ein bisschen beschäftigt und die Ansprüche gingen immer weiter nach oben. Und letztendlich bin ich bei Riese und Müller irgendwo gelandet. Habe mir dann ein paar Räder angeguckt und habe dann irgendwann festgestellt, okay, du willst die Ausstattung noch dazu haben. Da bist du schnell bei 6.000, 7.000 Euro. Dachte ich, nee, das ist mir echt zu much. Ja, und irgendwann bin ich auf KTM gekommen. Das ist ja ein KTM. Schriftzug ist überklebt. Weil ich, ja, da gibt es ja diesen Testbericht bei Stiftung Warentest. Da hat das Rad ja das Machina 510 super abgeschnitten. Und dachte mir, ja, konzentrierst dich mal auf KTM. Bin in einen Laden, die in Hamburg KTM-Räder hatten. Das ist ein kleiner Laden in Rahlstedt und habe mir dann ein paar Räder angeguckt. Ja, und ich habe mich dann entschieden für ein KTM ZEG-Modell. Das irgendwie sind so Sondermodelle, die dieser Verbund, ich weiß es nicht genau, jedenfalls ZEG-Modell für das KTM Gento 10. Kostete 2.999 Euro. Und bin dann nochmal nach Hause, habe mir das nochmal gut überlegt. Eine Woche später bin ich wieder hin, in der Hoffnung, dass sie noch Räder hatten. Hatten sie aber. Und bin Probe gefahren nochmal. Und habe dann mich letztendlich für das Plus-Modell entschieden. Ja, ich fragte ihn erst, ja, was hat das denn mehr? Er hat einen größeren Akku, den 625er und nicht den 500er. Der hat eine luftgefederte Gabel, der hat diese Parallelogramm-Sattelstütze und da meinte der Verkäufer noch, ja, der hat auch eine Vierkolbenbremse. Ist so, ja okay, nehme ich. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, dann sieht man das von Weitem, dass der keine Vierkolbenbremse hat. Also ich weiß nicht, ob das Unwissenheit war oder, nee, kann ja nicht sein, das war auch noch der Chef. Na, jedenfalls habe ich es dann genommen, mich dafür entschieden, bin dann noch mal 1,5 Stunden unterwegs gewesen, gefrühstückt, bevor ich das Rad dann abgeholt habe. Ja, da war es fertig. Und dann habe ich festgestellt, dass da war noch das Intuvia-Display drauf, dass das Display fest montiert war. Und ich hätte es gerne in der Stadt abnehmbar. Logisch, will ja nicht geklaut werden. Und es sieht einfach hochwertiger aus, wenn das Display dran ist. Ja, ich musste das noch mal umbauen, hat noch mal 1/2 Stunde gedauert.
Dann wollte ich noch andere Pedale haben. Da waren die Original, die haben mir überhaupt nicht gefallen, rein optisch nicht. Und habe mir auch günstige so Plastikdinger daran machen lassen. Dann noch ein kurzer Nachtrag zu den Pedalen, die waren echt Schrott. Die Lager sind hier total ausgeschlagen. Hab mir jetzt neue besorgt von Shimano. Ja, muss mal testen, bin noch gar nicht damit gefahren. Ich bin etwa 1,83 oder 1,84, manchmal auch 1,85 groß, ich weiß auch nicht. Genau, jedenfalls ist das die Rahmenhöhe 55 cm, Größe M. 55 bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste eigentlich sein. Steht hier, glaube ich, sogar drunter. Und ja, habe hier noch das Arbus Bordeaux 6005 mir anbauen lassen. Ja, dann habe ich mir noch die Schnellspannachsen durch feste Speckachsen ersetzen lassen. Das war eigentlich auch wieder eine Frechheit. Der hat mir die Achsen nicht mitgegeben, obwohl ich den Aufpreis bezahlt habe nochmal. Er hat die Pedale mir nicht mitgegeben, obwohl er die abgerechnet hat nochmal. Ist nicht in Ordnung meiner Ansicht nach, aber wie das ist, man ist aufgeregt und immerhin hat er mir dann zum Schluss, aber auch erst nach auf Nachfrage, Kettenöl dazu gegeben für 10 Euro. Beratung war also mangelhaft, würde ich mal sagen. Ja, dann mache ich doch mal eine Rundtour ums Fahrrad. Wo fange ich an? Ja, mit dem Rahmen, das ist ein integrierter Akku hier. Hier ist so eine Aluklappe, die man aufmachen kann. Da steckt der 6500er. Ah, nee, jetzt ist der 500er drin. Ich habe ja den kleinen Akku auch noch mit der Verlängerung. Ja, ansonsten ist das der Schacht für den 625er. Dann haben wir hier den CX-Motor. Hier ist die Plakette irgendwann abgegangen. Ich habe sie noch zu Hause, aber ich brauche die nicht. Ja, das sind Ambrosio-Felgen und eine Shimano MT200-Bremse mit Bremsscheiben 180 und hinten 160. Eine Santur-Federgabel, auch nichts Besonderes. Aber die ist, wie gesagt, hier luftgefedert im Vergleich zu dem ohne Plus-Modell. Die lässt sich auch hier locken. Da ist eine Fuchsion-Lampe dran mit 100 Lux. 100 Lux, ja, ist nicht besonders. Ja, im Vergleich zu meinem alten Fahrrad ist das der Hammer. Aber verglichen zu dem heutigen Standard ist das wirklich nichts Besonderes. Aber ich bin zufrieden. Ich sehe keinen Anlass, mir eine andere Lampe da einzubauen. Ja, dann haben wir hier eine Diore Shimano. Die ist ordentlich. Oh, ich sehe gerade, dass der Magnet leicht verdreht ist. So. Hier ist der Sensor. Muss ja immer in einer Ebene sein, sonst gibt es Fehlermeldung. Ah, Standardlampe, die ist hell, die ist okay. Hier war so ein fetter Aufkleber drauf von dem Fahrradladen. Der hat erstmal im Föhn irgendwie abgelöst. Jetzt hat sich das hier so ein bisschen verbogen. Habe ich hier die Reste überklebt mit dem Aufkleber von der Landgang Brauerei. Die übrigens sehr leckeres Craftbier machen. Ja, das Rad wurde mit einem 4 Ampere Ladegerät ausgeliefert. Das kleinere Modell wäre mit einem 2 Ampere Ladegerät ausgeliefert worden. Das habe ich mir dann auch noch besorgt. 2 Ampere, weil ich dachte, okay, ist leichter und für unterwegs super. Aber es hat sich nachher herausgestellt, dass ein größeres, schnelleres Ladegerät einfach bessere Entscheidung ist. Also habe ich mir auch noch ein 6 Ampere gekauft. Das 2 Ampere habe ich wieder verkauft. Weil da mit dem 2 Ampere wartet man schon mal 8 Stunden, bis der 650er voll ist. Ja, bei den ZEG-Modellen ist das iRack Carry More System montiert. Ich weiß nicht, wie heißen die anderen Systeme nochmal? Das Standard, der große Standard eigentlich, passt nicht zusammen. Aber ist mir eigentlich auch egal, weil ich sowieso eigentlich nur Ortlieb-Taschen benutze. Und die habe ich jetzt schon 12 Jahre in täglicher Benutzung. Ja, und das Rad hat eine gesamte Zulassung oder gesamtes zulässiges Gewicht von 144 Kilo. Na, ich wiege zwischen 92 und 97 Kilo. Das Rad wiegt an sich 26 Kilo. Kann man sich ausrechnen, da sind 25 Kilo Zuladung. Da ist auch Schluss. Ja, aber ein paar Neugierige gerade, die doch wissen wollten, was für Kameras das sind. Ja, wo war ich stehen geblieben? Probleme, wollte ich kurz drauf eingehen. Ich hatte einen Platten gehabt, bei 6400 Kilometer einen Platten. Also ist nicht der Rede wert. Ich habe sowieso eigentlich wenig Platten. Davor mit dem Trekkingbike, die 10 Jahre, hatte ich glaube ich 3 Platten. Gut, da bin ich auch nicht so viel jetzt gefahren. Ich hatte einen höheren Seitenschlag hinten an der Felge, wahrscheinlich durch das ganze Gewicht und ja, weiß nicht. Hab's in der Werkstatt machen lassen,
sowas kann ich nicht selber, oder ich traue mich da nicht ran. Hat 25 Euro gekostet. Ja, das hat letztendlich die Wertgarantieversicherung übernommen. Wobei, hätte ich auch selber zahlen können. Deswegen die Versicherung. Aber bei Wertgarantie ist man ja auch gegen Dummheit versichert. Also auch Selbstverschulden und Diebstahl, Verschleiß, ist ja alles mit drin. Und das für 130 Euro, glaube ich, im Jahr. Weitere Probleme? Ja, der Akkudeckel klappert. Das ist auch ein altbekanntes Problem. Ich habe einmal kurz nachgedacht und die Lösung ist so einfach. Einfach oben ein bisschen gegendrücken oder leicht nach innen verbiegen. Dann ist mehr Spannung nachher auf dem Deckel und seitdem klappert das nicht mehr. Ja, sowieso fährt das Rad wieder richtig geschmeidig, nachdem ich die Kette wieder gepflegt habe. Weiteres Problem sind diese Macken am Gepäckträger. Also es ist nicht nur der Lack ab, sondern tatsächlich scheuert hier schon das Material. Man sieht hier, da ist tatsächlich eine kleine Delle schon drin. Erst hatte ich aus dem Tieraquarium-Bereich, aus dem Baumarkt, mir so kleine Schläuche drüber gemacht, aber die habe ich dann verloren und dachte, komm, so ein Gepäckträger kostet 20, 30 Euro. Wenn der durch ist, gibt es halt einen neuen. Bei meinem alten Rad war der Gepäckträger nach 10 Jahren fast durchgescheuert. Ja, Probleme. Man kann es eigentlich nicht als Problem nennen. Der interne Akku lässt sich natürlich nicht so schnell wechseln wie ein externer Akku. Ja, noch ein Problem. Dieser Spritzschutz, den hatte ich irgendwann mal abgemacht. Ich weiß nicht mehr aus welchem Grund. Und habe den auch nicht mehr dran bekommen. Habe den dann beim letzten Werkstattversuch bei dem letzten Werkstattbesuch dann wieder anmontieren lassen. Aber das ist schon recht wichtig, damit hier nicht der Motor oder die Motorabdeckung allzu stark verschmutzt. Ja, kommen wir noch zum Verschleiß. Ich hatte bei 4.100 Kilometer die Bremsbeläge hinten und bei 5.000 Kilometer die Kette dann auch selber gewechselt. Und die Bremsbeläge hinten waren dann auffällig bei 5.000. Ja, da war nur noch ein halber Millimeter drauf. Hab jetzt irgendwelche Shimano-Bremsbeläge mit einem chinesischen Aufdruck. Ich habe den Eindruck, die sind von minderer Qualität. Es hört sich manchmal ein bisschen an, als wenn die glasig klingen. Also nicht schön. Ja, ich hoffe, die Truppe stört jetzt den Ton nicht zu sehr. Ich habe mir hier eine Lackschutzfolie drauf gemacht und zwar aus dem Grund, jetzt wird es unangenehm laut, ich muss mal woanders hingehen. So, ich habe mal den Platz gewechselt. Ja, viel besser ist es ja auch nicht. Aber ich denke mal, das wird jetzt schon gehen. Ein bisschen windig ist es. Ich hoffe, man hört die Windgeräusche nachher nicht so stark. Ja, ich war stehen geblieben bei den Lackschutzfolien. Das sind ganz normale PKW-Lackschutzfolien. Die habe ich hier angebracht, hier, das ist der Aufkleber, aber hier der Bereich, das habe ich dann selber ausgeschnitten. Das habe ich gemacht, weil ich gelesen habe, dass diese Taschen hier wohl nicht nur den Lack beschädigen, sondern auf Dauer halt auch an dem Alu reiben. Das wollte ich vermeiden, deswegen die Folien. Ja, dann habe ich mir hier noch dieses SP-Connect-System, eine spezielle Halterung. Also kann ich nur empfehlen. Normalerweise gibt es das auch hier für den Stem-Mount. Das hat natürlich den Vorteil, dass es hier zentral viel schöner sitzt. Passt bei mir nicht, weil ich hier einen verstellbaren Vorbau habe. Der Vorbau ist auch super, habe ich mir auch mal eingestellt. Ja, ich musste mir hier die Fernbedienung für das Nyon nach unten drehen, weil sonst kriege ich mein Handy nicht hier abgedreht. Ja, da habe ich mir irgendwann noch das Nyon angebaut. Mir zusätzlich noch diesen Key gekauft, kostet irgendwie 9 Euro oder 7 Euro, ich weiß es nicht, damit man praktisch das Display bindet an das System. Das heißt, es wird sich nicht aktivieren lassen ohne dieses Display. Das muss man auch ausschalten, wenn man das in die Werkstatt bringt, damit die mit dem Bike klarkommen. Ansonsten, was habe ich noch umgebaut? Ja, Flaschenhalter habe ich mir angebracht von Feedlock. Hier vom Feedlock, der ist super praktisch,
kann ich auch nur empfehlen. Die Flasche wirkt immer noch nach Plastik. Ja. Aber es gibt Universalhalterung, die man an jede Flasche dann anbinden kann. Werde ich mir auch noch mal anschauen. Ja, dann habe ich mir hier den Cefal Frontrider montiert. Der wird hier mit so Schellen montiert. Das ging recht gut. Man muss nur eine zusätzliche Unterlegscheibe jeweils, also 4 Stück insgesamt, mitbringen. Hat jetzt nichts mit dem Rad zu tun. Ist auch richtig hässlich, das Ding. Aber ich kann es gut gebrauchen. Ja, ich bin ja insgesamt 4-mal, habe ich mich lang gemacht mit dem Rad. Nord-Ostsee-Kanal. Ja, habe mich gerade lang gemacht. 3-mal fast aus dem Stand, bis ich dann mal auf die Idee kam, den Sattel ein bisschen tiefer zu machen. Also ich habe ihn wirklich erheblich tiefer gemacht. Und seitdem komme ich besser an den Boden. Ja, und denk mal, das sitzt doch so gut. Also ich bin schon, glaube auch 2000 Kilometer mit der neuen Satteleinstellung gefahren. Also sowieso empfehlenswert, ab und zu mal über die Einstellung nachzudenken, dass soweit alles passt. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ich hatte mich hier mal verletzt. Ich finde, das ist eine ziemlich scharfe Kante hier an den Bremshebeln. Ja, aber das hat mit KTM jetzt nichts zu tun. Oder fehlt da was? Nee, das ist ja normal hier. Ja, die Klinge habe ich mir nachträglich angebaut. Einen sehr schönen Klang. Ach, zum Neon wollte ich was sagen. Habe ich auch selber angebracht. Das war eine ganze Tagesaktion. Mit 2-mal zum Baumarkt fahren, um da irgendwelches Werkzeug zu holen. Ich musste tatsächlich unten den Motor aus der Verankerung heben, um an das Kabel zu kommen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Um an das Kabel zu kommen, musste ich 5 Schrauben lösen, weil das Kabel läuft nämlich hier oben lang, also direkt unterhalb des Rahmens und hier einmal um den Motor rum. Und der Anschluss ist hier unten und dazu musste ich den lösen. War ein bisschen umständlich, es ging alles. Nur was ich jetzt festgestellt habe, dass diese Abdeckung da nicht mehr zwischenpasst. Da ist natürlich immer ein bisschen Spiel und ja. Wollte ich jetzt nicht nochmal auseinanderschrauben. Das hatte ich in der Werkstatt angesprochen. Da meinten die, passt ja auch nicht mehr runter. Was für eine Antwort. Ich habe ja hier 47er Reifen, also 47 cm breit. Meine ich, Zentimeter, ne? Und habe mir aus Versehen schon, also ich habe mir neue Reifen bestellt, aus Versehen 50er. Aber ich habe mal geguckt, das passt. Bei der Gabel steht dran, oder zumindest eine Anleitung von der Gabel, dass die Federgabe jedenfalls bis 50 mm Reifenplatz bieten kann. Die Alarmanlage habe ich gar nicht erwähnt. Das ist das Teil hier. Das hatte ich immer schön hier unter dem Sattel drin. Leider habe ich die Fernbedienung verloren. Daher habe ich mir jetzt eine neue bestellt. Also die ist schon super. Hier ist die Fernbedienung, die ich verloren hatte. Genau. Die neue, ja, die alte ist hier schon kaputt gegangen. Hier wird der Kabelbinder durchgezogen und dann einfach an den Sattel befestigt. Die hatte ich wohl zu stramm gezogen und durch den Druck auf den Sattel hat das hier zerdrückt. Aber die hat noch funktioniert. Aber wie gesagt, der Schlüssel ist weg, deswegen die neue. Ja, jetzt wollte ich noch was zum Design sagen, aber letztendlich kann es jeder entscheiden. Ich finde, es sieht ein bisschen unsportlich aus oder spießig. Aber mein Gott, ich brauchte ein Bike, mit dem ich halt auch Touren machen kann. Da wird mir so ein schickes, sportliches Mountainbike auch nichts nützen. Auf Bikepacking habe ich auch keinen Bock, weil man da einfach nicht zu so viele Sachen rankriegt wie mit Gepäckträger. Ja, ich finde es okay. Was mich nur richtig stört, ist dieses Kettenschutzteil da. Also das ist irgend so ein Standardding, was hier so schräg nach oben läuft. Finde ich total hässlich. Und da ist auch eine Schraube, ich muss das schon 2-3 Mal abschrauben. Eine Schraube kriegt man kaum wieder ran, weil das so schräg angeschraubt ist. Also das ist mistig, das Ding. Also ich werde mir hier wohl so einen Kettenschutzring irgendwann mal anbringen. Ich weiß noch nicht, welches passt. Also wenn ich ein passendes finde, vielleicht habt ihr ja Ahnung. Dann
einfach in die Kommentare schreiben. Und abonnieren bei der Gelegenheit natürlich auch, falls es noch nicht gemacht hat. Also was mir auch nicht gefällt, ist dieser sehr auffällige Schriftzug von KTM. Ich blende mal ein Bild ein. Ich habe den ja überklebt. Hat mir nicht gefallen. Von dem her passt es ganz gut mit dem Aufkleber jetzt. Nee, aber sonst gefällt mir das Rad schon gut. Also will jetzt nicht meckern. Will nicht meckern, nein. Aber der Frontrider ist echt hässlich. Naja, ist so. Ja, jetzt zum Fazit. Würde ich mir wieder ein E-Bike kaufen oder würde ich mir dieses E-Bike kaufen? E-Bike, ganz klar. Das ist eine Entscheidung, die ich nicht bereut habe. Ich bin jetzt 6.400 Kilometer gefahren. Mit meinem Auto bin ich weniger gefahren. Bin 5.000 Kilometer gefahren. Das ist schon beachtlich. Würde ich mir dieses Rad wieder kaufen? Vermutlich nicht. Ich würde sogar eher mehr Geld ausgeben. Würde sogar überlegen, eine Rolloff-Schaltung zu besorgen und mit Riemenantrieb. Ja, die Kettenpflege ist schon recht intensiv. Sollte man schon tun, um all den Verschleiß auch im Griff zu haben. Oder wo ich auch dringend empfehle, darauf zu achten, ist das zulässige Gesamtgewicht. Wir haben hier 144 Kilo, das ist nicht wenig. Ich wiege, ist auch kein Geheimnis, zwischen 92 und 98 Kilo. Was bleibt da übrig? Das sind dann ja, 25 Kilo oder 20 Kilo. Das ist nicht viel, gerade wenn man auf einer Radreise unterwegs ist. Also da komme ich schnell an meine Grenzen oder überschreite sie dann auch schon. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt so ein paar Infos bekommen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal sowieso. Und wer Lust hat, kann auch ein paar Clips sehen, die ich gedreht habe vorhin auf der Suche nach diesem Plätzchen hier. Dann bis dann. Tschüss, euer Matthias. Ja, ganz schön vielfältig hier im Volkspark. Parks, Wiesen. Ja, es gibt auch einen Friedhof hier. Und hier soll es eine Wiese geben. Aber nicht so einfach, so ein schönes Plätzchen zu finden, wo man ein bisschen Ruhe hat. Nee, ich habe widerstanden. Cool, weiß angespült. Wozu auch immer. Vielleicht waren die Filmaufnahmen. Keine Ahnung. Fahre ich mal hier lang. Ja, hier geht's mal richtig schön bergab. Auch mal Speed. Kommt eine Absperrung. Ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, der Motor, der CX-Motor ist schon recht laut. Also man hört ihn. Ich werde mal das Mikrofon unten dran machen. Ist zwar nicht repräsentativ, aber zumindest kriegt man einen Eindruck. Der Motor, der CX, ist ganz schön laut, aber dafür hat er wirklich auch Power. Wer Ruhe haben will, der nimmt den Active Line, da hört man gar nichts. Ansonsten, Performance Line kenne ich leider nicht.